Hallo, mein Name ist Miriam Kort und ich bin seit 1996 begeisterter Hundehalter und seit 2000 Hundetrainer, Verhaltensberater, habe seit 2004 ein Hundehotel. Ich lebe mit etwa 12 bis 14 Hunden zusammen im engen Familienverband, wobei fast ausschließlich Herdenschutzhunde dabei sind, die natürlich von meinem Tierschutzverein sind, Hilfe für Herdenschutzhunde. Das heißt, ich habe mir jetzt in über 20 Jahren ein enormes Wissen angeeignet, wie man mit Hunden umzugehen hat. Und meine Hunde haben mir das so sehr vorgelebt. Sie haben mir gezeigt, was sie wirklich brauchen, wie man sich wirklich fair verhalten sollte im Umgang mit Hunden, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und sie richtig zu verstehen. Machen wir uns nichts vor, Hunde sind die allerbesten Lehrmeister. Was ich jedoch tagtäglich in Anrufen, in E-Mails erfahre, sei es die Verhaltensberatung oder eben Anrufe von Hilfesuchenden an unseren Tierschutzverein, was ich da erfahre, das lässt mich so oft so fassungslos werden, wie mit Hunden umgegangen wird, wie mit Hunden unfair umgegangen wird. Wusstest du, wie oft dem Hund immer noch, wenn er die Pfote hilfesuchend auf den Fuß seines Menschen stellt, wie oft der Fuß weggezogen wird und mit Schwung draufgetreten wird? Sogar Hundetrainer machen das vor. Der Hund ist da bei ihnen im Training. Der Hund stellt hilfesuchend die Pfote auf den Fuß seines Menschen. Und was passiert? Es wird gesagt, nehmen Sie Ihren Fuß mal weg und dann tritt er mit Absicht drauf. Wusstest du, wie oft, wenn der Hund knurrt, er immer noch als pauschal dominant angesehen wird, ohne zu hinterfragen, warum er knurrt? Wusstest du, wie oft immer noch mit dem sogenannten Alpha-Wurf mit dem Hund umgegangen wird, der einfach aufs Kreuz geschmissen wird, um ihn zu bezwingen? Fallgeschichte. Eine einjährige Kommunderhündin, die zu uns kam, bei dem Trainer vorher, wurde mit Maulkorb aufs Kreuz geschmissen, um sie zu bezwingen. Die arme Hündin hat sich vor Todesangst eingekotet und eingenässt. Als sie dann, wie es ja nicht anders zu erwarten war, auffällig wurde, was wurde gesagt, ist halt ein Kommandeur. Es ist ja so schön einfach, sich auf die Rasse oder auf den Besitzer auszuruhen, nach dem Motto, ja, solange sie nicht hart mit dem Hund umgehen, solange wird das nie was. Wusstest du, wie oft immer noch mit dem Leinenruck in diese hochempfindsame Wirbelsäule reingeruckt wird? Am besten noch mit einem dünnen Schnürchen hier? Oder Kettenwürger? Herr Stachler, Kehlkopf, Schilddrüse, Luftröhre, all das neben bleibenden Schaden und auch die Nerven. Wusstest du, dass es tatsächlich Halsbänder gibt, die ganz bewusst hier ein dünnes Schnürchen hochhalten, damit mit dem geringsten Aufwand der Leinenruck die größten Schmerzen bewirkt, damit man einfach schneller zum Erfolg kommt, so ein zartes Zupfen ist, damit der Hund die Schmerzen verspürt? Die Liste ist endlos. Wusstest du, wie verzweifelt Hunde sind, weil sie merken oder weil sie einfach immer wieder erfahren, dass man nicht auf ihre Bedürfnisse eingeht? Wusstest du, wie oft gerade die Hunde, die auffällig im Verhalten sind, wie oft gerade diese Hunde eigentlich sensibel sind, hochsensible Hunde sind und dass ihr Verhalten ein Hilfeschrei ist, der nicht verstanden wird? Wusstest du, wie oft Krankheiten Ursache für Aggression sein können, aber nicht zum Tierarzt gegangen wird, sondern es ist ja einfach zu sagen, das ist ein aggressiver Hund, ein Brecher? Wusstest du, Brecher ist nicht meine Ausdrucksweise, ich zitiere bloß. Wusstest du, wie oft mit Brechern aggressiv umgegangen wird? Es wird gesagt, bei ihnen funktioniert nur die harte Tour, weil es eben Brecher sind. Man versucht sie zu brechen mit den erbärmlichsten aggressiven Mitteln und sie sind nicht verstanden. Wusstest du, wie oft die Bindung, dieses Bindungskonstrukt Mensch-Hund immer noch falsch verstanden wird? Dabei ist das der Eltern-Kind-Bindung so ähnlich,
Wusstest du, dass tatsächlich empfohlen wird, den Hund an sich zu ketten? Tatsächlich den Hund an der Leine im Haus mit sich zu schleifen, sage ich schon, damit er eine bessere Bindung aufbaut? Und wusstest du, wenn das gerade auch noch bei jungen Hunden passiert, wie nachhaltig die Schäden sind? Was das für fatale Auswirkungen auf das Verhalten hat? Wusstest du, wie oft immer noch gesagt wird, der Hund muss sich die Liebe, das Futter, was auch immer, verdienen? Das heißt, elementare Bedürfnisse wie Futter, wie Zuneigung, wie Sicherheit werden dem Hund vorenthalten. Er bekommt sie erst, wenn er sich aus der Sicht des Menschen sich wohl verhält. Dabei ist ein elementares Bedürfnis, was gestillt zu werden hat. Der Mensch hat einen Fürsorgeauftrag und den hat er auch zu erfüllen. Wusstest du, wie schnell Hunde oftmals immer noch im Tierschutz landen, weil er zieht, er bellt, er schnappt? Anstatt zu hinterfragen, warum macht er das? Und dann ein kompetentes, faires Training zu machen? Weißt du, wie oft einfach gesagt wird, ach bei der Rasse, ach bei dem Alter, was willst du da noch bewirken? Gippen ab! Weißt du, wie oft das immer noch vorkommt? Weißt du, wie pauschal auf ein Verhalten des Hundes mit einem Ratschlag geantwortet wird? Ähnlich wie bei einem Drucker. Drucker zieht nicht mehr Papier ein, drücke Taste F6. Anstatt sich in einer sauberen Anamnese genau herauszufinden, warum verhält er sich so, wie er sich eben verhält, und dann das Training perfekt auf dieses Individuum abzustimmen. Weißt du, wie oft immer noch gesagt wird, das machen Hunde auch. Hunde sind auch nicht gerade zimperlich miteinander. Und dabei stimmt das überhaupt nicht. Ich habe solch ein Verhalten, wie Menschen es an den Tag legen gegenüber den Hunden, noch nie bei Hunden gesehen. So boshaft ist kein Hund. Und wusstest du, meine Schätze tauchen hier immer mehr auf. Und wusstest du, wie viele selbsternannte Experten es gibt, die sich Experte nennen, weil sie mal gerade einen Dackel komplikationsfrei um den Block geführt haben? Hinterfrag immer deren Wissen und Erfahrung, Schatz. Und wusstest du, wie viele Menschen sich ganz allein auf weiter Flur fühlen, weil sie einen liebevollen, achtsamen Umgang mit dem Hund haben? Ihnen aber gesagt wird, da musst du hart durchgreifen und ihnen der Austausch mit Gleichgesinnten fehlt? Weißt du, wie wichtig es ist für die Hunde, dass sie spüren, dass da ein Mensch ist, der sie hält? Er kann sich nur fallen lassen, wenn er sich aufgefangen fühlt. Er ist so angewiesen auf den Menschen. Wusstest du, dass der soziale Stress der größte Stressor überhaupt ist? Und dass es daher umso wichtiger ist, dass der Mensch sich fair und liebevoll verhält, damit der Hund eine sichere Bindung aufbauen kann? Denn die sichere Bindung ist die beste Erziehung. Und wusstest du, dass es jetzt eine Gemeinschaft gibt? Dog in Form, ich halte dich. In der du dich wiederfinden kannst. Nämlich eine Gemeinschaft, für die Liebe zum Hund und Kompetenz keine bloßen Floskeln sind. In dieser Gemeinschaft halte ich dir gerne einen Platz frei. Wusstest du, dass du das Wort Hundehalter im wahrsten Sinne des Wortes leben kannst? Du hältst deinen Hund, du stehst ihm bei. Und du kannst dich in dieser Dog-in-Form, ich halte dich Gemeinschaft, nicht nur angesprochen fühlen als Hundehalter, sondern auch als Hundetrainer, als Hundeverhaltensberater, als Tierschützer, als Tierpfleger. Wie auch immer du mit dem Hund zu tun hast. Wusstest du, dass mein Wissen, mein Erfahrungsschatz unvergleichlich ist? Bei so vielen Hunden, mit denen ich tagtäglich intensiv zusammenlebe, da kannst du mir glauben, ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß, was Hunde brauchen. Sie brauchen dich. Sie brauchen dich als fürsorglicher Hundehalter. Weißt du, dass meine Empfehlungen für den stressarmen Umgang mit dem Hund und den liebevollen Umgang mit dem Hund,
dass das inzwischen Einzug in Tierarztpraxen in die Tiermedizin gefunden hat? Selbst die wissen, wie wichtig ein stressarmer, fairer, achtsamer Umgang mit dem Hund ist. Was hält dich davon ab? Ich freue mich auf dich und gebe sehr, sehr gerne mein Wissen an dich weiter. Also, melde dich an, sei ein Teil der Gemeinschaft Doginform. Ich halte dich. Dass die Welt für die Hunde und auch für ihre Besitzer, für ihre Halter, immer besser wird, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich auf dich. Tschüss.